Hey Leute, was geht ab? Heute sind wir in New York, genau gesagt in Soho. Ich habe meinen Kumpel dabei, Marcel Florus. Was geht, Leute? Hallo. Und wir haben eine kleine Challenge. Und zwar werden wir uns gleich ein Outfit aus dem Magazin aussuchen. Und dann werden wir hier in Soho versuchen, das nachzushoppen. Ist eine kleine Challenge. Es geht darum, wer kommt am nächsten an das ausgesuchte Outfit ran? Und vor allen Dingen auch? Am günstigsten. Genau. Insofern probieren wir das mal. Genau. Ich bin lustig. Bist du bereit? Ich mach das. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Vorteile. Ist hier die Zeitschrift. Also wir haben ein Magazin gefunden und jetzt werden wir hier raus uns einen Look aussuchen. Den versuchen wir selbst zu interpretieren und den vielleicht unter Umständen auch ein bisschen alltagstauglicher zu machen. Hier sind sehr, sehr viele coole Looks drin, aber wir gucken einfach mal, dass man solche Looks möglichst günstig zusammengestellt bekommt, dass man die alltagstauglicher bekommt. Und ich bin gespannt, wie ich das so hinbekomme. Der Marcel hat hier ein bisschen Heimvorteil. Ne? Der, wenn er sich jetzt kommen die Ausreden. Ja, ne? Also wirklich nur, also du hast ja noch nicht mehr verloren. Ja, ich mach's noch bis zum Ende. Was heißt noch nicht verloren? Also es wird nicht passieren, ja, obwohl du Heimvorteil hast. Ja, ja, aber wir die Stores suchen wir ja aus. Ne? Wo gehen wir hin, haben wir gesagt? Mango, Zara, ja. Topman, H&M und Urban Outfitters. Was war Bershka? Bershka haben wir hier gar nicht. Doch, gibt eine. Eine in Amerika, die gibt's hier im Broadway. Können wir auch machen. Fahrrad. Das ist ein Fahrrad. Komm dann nachher hier mit so einem Fahrrad um die Ecke. Okay, dann haben wir unser Outfit gefunden. Cool. Das soll's sein. Ready. Fast genauso wie das, was ich gerade anhabe. Nur ein bisschen anders. Ich würde sagen, ich bin schon fast so weit. Viel Glück. Ja. Dir auch. Das wird nicht reichen. 13 Dollar hier für so eine Zeitschrift, ey. Kann doch keiner bezahlen. Die Zeitschrift schon teurer als das ganze Outfit. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir diesen Look, der eigentlich gar nicht zu mir passt, dass wir den so ausstatten, dass er wieder zu mir passt. Steuern möchte. Wir haben vorhin schon einen gefunden, der war aber allerdings nicht in der richtigen Farbe verfügbar. Und am Ende geht es natürlich auch um die Schuhe, die das ganze Outfit dann am Ende auch so ein bisschen personalisieren sollen. Das heißt, ein bisschen dieses Classy Outfit am Ende dann doch ein bisschen mehr Street-Style zu machen. Ist halt definitiv das, was ich mache. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir das hinbekommen.
bleibt eigentlich echt nur noch Mango. Später. Wir waren gestern shoppen, wir haben die Outfits nachgeshoppt. Wie ihr seht, ich habe das natürlich, kurzer Störfaktor im Bild, wie ihr seht, ich habe das natürlich erst reingemacht, ja. Der Marcel hat auch sein Bestes gegeben, ich kann zwar kurz die Kombi. Also jetzt darf ich, da ja, ist das. Also farblich natürlich schon deutlich näher dran, ne? Das stimmt, farblich. Farblich muss man sagen. Und dann sitzt dann die Hose doch auch schon ticken besser. Das sind beide von H&M, wenn ich das richtig sehe, ne? Das ist richtig. Ja. Also Marcel und ich, wir haben uns für bestimmte Basics für denselben Laden entschieden, ohne das zu wissen. Ja. Wir waren uns aber jetzt am Ende nicht so ganz einig. Also wir haben Top-Outfits, finde ich. Ich finde, Marcel hat das gut gemacht für seine Verhältnisse. Und bei dir ist Tatsache, kann man tragen. Also ist ja okay. Nein. Also wir haben ja gesagt, dass wir das Outfit jeweils unserem Style anpassen und der Marcel, der hat es sehr gut gemacht. Ich darf schon kurz dein Outfit kommentieren. Ja, bitte, machen wir, bitte. Du kannst ja gleich dann meinen Ja, finde ich gut. Also was ich schon mal finde, ist, dass Marcel den Farbton besser getroffen hat als ich. Jetzt ist aber so blau nicht unbedingt meine Farbe. Wir waren uns bei der Jacke nicht so einig. Ja, was denn? Ja, nee, nicht so ganz. Bei der Jacke sind wir uns nicht so ganz einig, denn ich habe so einen Fluffmantel, ja. Und der Marcel hat sich so eine Strickjacke geholt. Auf dem Bild ist es so zwischendrin. Also genau dazwischen. Kann man argumentieren, so mehr. Ich habe mir halt auch einen Mantel angeschaut, das war so mein Backup, weil ich Sarah gesehen, dunkelblau, also auch blau. Insofern habe ich es überlegt, aber dann habe ich das gesehen und dachte, hey, ist ein bisschen oversized und ist ein bisschen wunderbar. Sieht auch gut aus. Ja, danke. Die Schuhe in einem matten Schwarz, Lederschuhe, die er trägt. Finde ich auch ziemlich nice, passen auch gut zum Outfit. Bei mir muss ich sagen, ich nehme dir den Wind schon mal aus den Segeln und sage, ich habe das mit den Schuhen verkackt. Okay? Ich dachte mir, mache ich das Ganze ein bisschen sportlicher und trage passend zum Mantel Sportschuhe, um das Ganze am Ende dann einfach auch ein bisschen mehr auf mich abzustimmen. Weil mich sieht man selten in so schickeren Schuhen. Mich sieht man oft in Sneakern oder vielleicht mal in Chelsea Boots. Und ansonsten, ja, Weste, schwarze Pullover, Weste, ich meine, ja, da kann man relativ nicht... easy, also die Grundlage ist ja relativ gleich, also es geht echt fast hauptsächlich um die Schuhe und die Jacke, ne? Aber, also, sorry, also es war jetzt nicht, um mich irgendwie bloßzustellen, ne? Also, jetzt, damit musst du leben. Ja, also jetzt haben wir drei Punkte auch noch. Ja. Der erste Punkt, wir wissen ja noch gar nicht, was los ist. Ja, wir wissen auch gar nicht. Wir haben schon Geld gezahlt und zwar ja auch eins unserer Ziele ist, so günstig wie möglich um die Bühne zu bringen. Ja, tatsächlich. Und wie viel hast du denn ausgegeben so für den ganzen Look? Also ich kann dir sagen, der Mantel, das waren schon mal $150. Okay, mein Outfit waren 148. So, habe ich den Club gewonnen. Außer dass du das für $7 bekommen. Nicht ganz. Ja, also. Also tatsächlich war der Mantel das teuerste von dem, was ich trage. $150. Ich komme aber insgesamt auf $300. Also das Doppelte. Nur, dass ihr es nochmal vor Augen hat. Ja. Ne? Das Doppelte. Punkt Nummer 1.
Das ist tatsächlich der Punkt, geht ganz klar an Marcel. Ja, so, die letzten zwei sind jetzt, da seid ihr dran. Genau, ja. Und zwar, ja, wir werden euch gleich jetzt einfach mal ein bisschen das Outfit auch in Bewegung zeigen. Mal von allen Richtungen, von oben, unten, von links und rechts. Vor allem von unten. Vor allem von unten. Ja, ich habe die schöne Sohle. Also, der Sohlenpunkt geht ganz klar an mich. Nein, wir zeigen euch das Outfit jetzt auch noch mal in Bewegung und danach könnt ihr entscheiden. Schreibt es einfach in die Kommentare. Guckt euch auf jeden Fall auch mal den Blog von Marcel an. Auf Englisch. Auf Englisch das Ganze. Ein bisschen Deutsch. Nee, ein bisschen Deutsch. Und ein bisschen Schwäbisch. Ja, ein bisschen Schwäbisch. Nee, guckt euch auf jeden Fall den auch mal an und dann seht ihr auch noch mal ein bisschen mehr, wie Marcels Outfit entstanden ist. Ihr kennt jetzt die Geschichte von meinem Outfit und ihr wart mit dabei. Haben wir noch was? Wer näher dran ist und wer besser aussieht, zwei Punkte gibt es noch zu verteilen. Also wer näher an diesem Outfit dran ist, ästhetisch und dann, was euch einfach besser gefällt. Zwei Punkte gibt es noch. Kommt richtig los in den Kommentaren. Genau, schreibt es einfach in die Kommentare und vergesst nicht, euch auch das Video von Marcel anzugucken, das ist ganz wichtig. Nur dann kennt ihr die ganze Geschichte. Wir danken euch fürs Zuschauen und viel Spaß bei den Bildern. We'll be right back.